Wenn du regelmäßig eine ähnliche Datei erstellen müsstest, so wäre es natürlich praktisch, wenn du für die Gestaltung nicht jedes Mal so viel Zeit brauchst. Natürlich könntest du jetzt die letzte Datei nehmen und einfach die Inhalte jeweils überfahren und überschreiben, aber das ist leider etwas fehleranfällig. Da besteht die Gefahr, dass du gewisse alte Abschnitte noch vergisst oder dass etwas dann trotzdem verloren geht. Viel besser ist es, wenn du eine Vorlage machst und diese ist idealerweise leer und enthält nur die entsprechenden Formatvorlagen. Ich wähle also alles aus und lösche alles. Du siehst, die Datei ist zwar leer, aber die Formatvorlagen, die bleiben immer noch vorhanden. Und wenn ich jetzt über Datei speichern unter als Format eine Word-Vorlage wähle, so siehst du, bekommt die Datei eine andere Dateiendung, nämlich .x statt .docx und der Speicherort ist auch ein anderer, wie wir hier sehen. Es ist dann unter Documents benutzerdefinierte Office-Vorlagen. Ich wähle hier einen Titel, der mir hilft, die Vorlage später wieder zu finden und tippe auf Speichern. Und wenn ich jetzt diese Datei schließe und das nächste Mal eine neue Datei aufmache, so siehst du in diesen Vorlagen, bei Persönlich ist jetzt diese Hausinfobroschüre drin und wenn wir die Formatvorlagen einblenden, so siehst du, es ist zwar eine leere Datei, aber diese Formatvorlagen, die ich vorhin definiert habe, die sind immer noch vorhanden. Und entsprechend kann ich jetzt den Text automatisch mit diesen Formatvorlagen formatieren und es wird konsequent durchgestaltet. Mit Vorlagen lässt sich leider nur arbeiten, wenn du auf einem Computer einen persönlichen Account hast. Auf vielen Schulcomputern werden hingegen alle persönlichen Daten beim Abmelden jeweils gelöscht und da funktioniert es dann leider nicht. Zu Hause hingegen kannst du mit dieser Technik natürlich viel effizienter arbeiten.